Hallo zusammen und willkommen zu unserer Meinung von Sonic the Hedgehog 2. Super! Deine Meinung? Ja. War prima. Also, um was geht es ganz grob? Es geht um Dr. Eggman, nicht Robonik. Nee, Dr. Eggman und Knuckles wollen den Master Emerald. Master Emerald. Ja, diesen grünen Kristall haben. Aus allen sieben Kristallen. Der sich durch die sieben Chaos Emeralds. Ja, und Sonic und Tails wollen das verhindern. Mhm. Punkt aus, ja, weil der Master Emerald, der gibt halt Kraft und ja, Dr. Eggman möchte damit die Welt unterjochen. Ja. Und das Universum. Und das Universum. Und das Multiversum. Und danach das Multiversum. Und das Multiversum. Gibt auch ein paar Anspielungen hier. Vin Diesel, The Rock und Tanz der Teufel ist auch eine Anspielung drin. Ja. Klaatu Verata Nektu. ehrlich. Dr. Robonik liegt dann so da. Der liegt dann so da. Und dann sagt er auf einmal Klaatu Verata Nektu. Ja. Ja, ist so. Ich weiß es nicht mehr. Und dann noch ein paar andere Anspielungen auf irgendwelche Filme. Es waren ein paar. Kleine Easter Eggs von anderen älteren Serien. Also, es waren ein paar Anspielungen drauf. Ja, ich muss sagen, ja, mir hat er gut gefallen. Ja, die ganzen Effekte und alles drumherum und wie er aufgezogen ist. Er war gut. Er war sehr gut sogar. Ja. Okay. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es ein Kinderfilm ist. Es ist ein Kinderfilm. Man kann es nicht anders sagen. Aber wer gern Sonic oder so gespielt hat, dem gefällt das, weil Anspielungen auf die Spiele sind. Ja, klar. Wer damals oder heute irgendwie Sonic gespielt hat oder Sonic spielt, der wird damit froh sein, der wird damit glücklich sein. Und ja, Familien, ja, mit Kindern, die werden auch ihren Spaß haben. Ja, ist lustig gemacht. Wieder ein lustiger Film. Ja, das ist lustig. Ist das lustig? Ja, doch. Ja. Aber wie gesagt, wer noch nie was mit Sonic zu tun hatte und wer auch keine Kinder hatte, der könnte es langweilig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht langweilig, aber es ist halt wirklich, der Humor ist für einen Kinderfilm aufgezogen. Das Ganze drumherum, die Action und, es explodiert sehr viel, ja. Mhm. Aber es ist alles wirklich wie ein Kinderfilm aufgezogen, ja. Und deshalb, wer Kinder hat, der wird Spaß. Aber ihr müsst den ersten Teil gesehen haben. Ja. Es geht weiter. Es geht direkt weiter. Am Ende vom ersten geht es weiter. Dann wie viel? 200 so und so viele Tage danach, ja. Aber es geht eigentlich direkt weiter. Also, ihr müsst den ersten gesehen haben. Ja. Hm? Und es gibt Überraschungen, zwei. Nein. Ich sag's dir nicht. Nee, für mich, die zwei, wo mir voll in Erinnerung geblieben sind. Ja. Zwei große Überraschungen sind. Also, wir denken da jetzt gar nicht drüber. Spoilern. Nein, hier wird nicht gespoilert. Zwei große Überraschungen. Und, ja, wer mit Sonic seinen Spaß hat, wird auch hier seinen Spaß haben. Und wir hatten Spaß. Doch. Ja, doch, ich fand. Doch. Doch. Ja. Doch. Doch. War gut dafür. Hat Spaß gemacht. Ja. Doch. Und mit guter Musik. Doch. Mit Sonic seiner Musik. Zu wenig. Zu wenig? Ja, zu wenig. Nur am Ende der Abspann. Am Anfang war ein bisschen was. Ja, seine Mix-CD da. Was er einmal anmacht. Nein, das hat er auch da angemacht. Also zu wenig Sonic Soundtrack. Sonic Soundtrack. Von den Spielen her, ja. War eindeutig ein bisschen zu wenig, aber sonst. Also, wir hören auf, sonst reden wir uns hier um Kopf und Kragen. Ja. Und wenn der Film zu Ende ist, nochmal warten, weil da kommt nochmal eine Szene. Die sehr wichtig ist. Die sehr wichtig ist. Also, danke, dass ihr dabei wart bei dem kurzen, aber feinen, aber ja, bei dem kurzen Video. Die Leute frieren hier alle. Mhm. Weiß auch nicht warum. Es ist kalt. Wir haben bestimmt schon Minus gerade.
Wahrscheinlich. Also, danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Timo. Tanja. Und Lex. Tschüss. Bye bye. Tschüss.